Ich würde das nie als Beobachten bezeichnen. Oh, hallo. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Ist auch so ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Wir müssen das Schloss finden. Das, wie das sein könnte. Stirb! Lockpick Attempt. Da hat sie es wohl versucht, hä? Warum sollte die gefährlich sein? Krass. Das ist schon krass. Gehen wir weiter. Facility unsafe. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Wahnsinn. Ich hätte hier anscheinend irgendwie drin gewohnt. Ich hätte hier das mit den Zahlen gemacht. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Dann wollen wir mal. Okay. Da ist sie. Das ist sie. Ah, die kann uns hier durch nicht sehen. Oh, wie schön. Was zum Teufel hat sie? Oh, schon ist die Piepshow vorbei. Dining Room. Was für eine riesige Anlage, nur für sie. Wow. Frau, was ist... Oh oh. Die kann wirklich Zeitreisen. Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Das sah fast so aus wie die 80er Jahre. Frankreich? Wow. Dieser Job wird immer mieser. Du sagst es. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint... Das Universum mag keine Vermischungen. Da ist was dran. Vielleicht aber auch nicht. Bibliothek.
schaff das. Ja, wir sollten schleunigst so hoch. Ich finde, das sind brutal. Oh shit. Hallo. Hey, willst du mal aufhören? Hörst du jetzt auf? Tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Wow. Und auf einmal haben wir die Lösung. Was zum Teufel spackt ihr so rum? So kommt ihr raus. Aber, ey, was ist mit mir? Lässt ihr mich einfach hier stehen? Hier lang. Schon unterwegs. Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Hier lang, kommen Sie! Holy fucking hell! Aufzug. Wieso? Was ist da? Drück den Knopf! Die wollen uns hier alle zum Absturz bringen. Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Natürlich. Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Wow! Hallo! Du Scheiße! Fuck, wir müssen irgendwie raus. Du kannst zuerst gehen. Er nimmt das Gebäude auseinander. Da lang! Spring ich einfach. Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Schnell! Schon da. Weg da, lass mich mal. Wie kommen wir hier runter? Das ist doch der eigentliche Plan. Komm schon, hack dich ein. Wahnsinn. Unglaublich. Geht die Reise hin? Boah, die ganze Statue zerfällt. Eine Rede. Das ist der pure Wahnsinn.
Druck wohl zu groß. Das Viech passt quasi auf Elizabeth auf. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Was zum... Nicht wirklich, was ne? Was wollt ihr von ihr? Eine Abmachung! Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür! Sofort! Anna! Anna! Battleship Bay. Unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Wieso lässt er Sie alleine? Naja, weg. Wo ist sie? Wow. Egal, wo man ist, man sagt immer nur wow. Das ist Wahnsinn. Genau, klauen wir erstmal ein bisschen. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Nicht hier. Tja, ich kann meine Salze nicht anwenden. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Die Idee wär's wert. Schick gemacht. Wow. Klasse, klasse. Na, wen haben wir denn hier? Ist doch alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. So sieht das aus. Arbeiter werden hier wieder beschissen. Battleship Bay. Und da hinten ist quasi... Da fällt man quasi runter. Aber das ist die Musik, da sollten wir mal checken gehen. Dancing at Dusk. Oh, die gehen ab. Da ist sie ja. Kleine. Einfach mal mit abgehen. Könntest du. Yeah, komm. Hey, hör auf damit. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle.